Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist 19.09 Uhr und wir haben Freitag. Wir sind heute angekommen auf dem Campingplatz Istra Premium Camping Resort. 5-Sterne Campingplatz und warum machen wir erst ein Video ab 19 Uhr? Ganz einfach, wir haben heute mal so ein Stellplatzvideo für euch gemacht, das noch kommt. Und da gab es ein bisschen Grappa und ein bisschen Bier und ein bisschen Aperol Spritz. Und deswegen haben wir ein bisschen länger Mittagsschlaf machen müssen. Also vielen Dank nochmal an die netten Menschen, mit denen wir heute gesprochen und getrunken haben. Das war also der Hammer. Und ja, ich zeige euch mal ganz kurz unsere Parzelle. Wir haben heute, ich habe jetzt eine Jacke an, ja, liegt aber nur daran, weil wir hier ganz bösartige Insekten haben, die uns angefallen haben und verstochen haben. Also Tina jedenfalls, bei mir geht's noch. Aber ansonsten tagsüber hatten wir heute 27 Grad, 27 Grad, ja. Und das an kurz vor Pfingsten. Und ja, ich zeige euch mal ganz kurz, wie wir stehen. Hier steht Wilma mit einem Blick auf den Hafen, auf die Marina. Wir sitzen hier oder stehen hier im A-Bereich. A ist Marina und ich werde schon wieder angefallen von so einem Stechvieh. Und wir haben die Markise mal rausgebaut und werden uns hier dann für die nächsten 2,5 Tage aufhalten auf unserer Rundreise. Danach geht es nämlich weiter Richtung Süden. Und ich habe hier mal was vorbereitet. Ich mache hier gleich ein paar Schupfnudeln mit ein paar Steaks. Und das Ganze auf Induktionsbasis. Wir haben ja Strom. Und hier ist mal der Blick. Hier ist nicht viel los, wo wir stehen. Hier ist wirklich fast leer. Und ich genieße diese Ruhe. Und auch die Aussicht, die ist okay auf den Hafen. Wir werden morgen nämlich auch eine kleine Spritztour mit einem Boot machen. Und da freue ich mich natürlich persönlich auf so eine kleine Spritztour mit einem Bötchen. 100 PS sollen wir morgen kriegen. Es soll morgen schönstes Wetter werden zum Bootfahren. Ich bin noch nie 100 PS gefahren. Das letzte Mal, wo ich gefahren bin, habe ich mir die Fingerkuppe hier abgesäbelt. Aber selber schuld. Und passiert uns aber diesmal nicht. Meine Frau passt nämlich auf uns auf. So, das letzte Mal war sie am Steuer. Ja, das ist richtig. Letztes Mal war sie fahrlässig. Genau, du warst schuld. Ja. Ja, warum haben wir Kroatien gewählt? Ganz einfach. Schönes Klima, schönes Land. Und warum sind wir auf dem Istra Premium Resort? Ganz einfach. Wir wollten uns mal angucken. Wer unser letztes Video kennt, weiß den Grund. Und ich gehe jetzt mal hin und werde jetzt mal die Induktionsplatte anschmeißen, denn der Oliver hat richtig Hunger. So wird es. So wird's lecker. Und das mit so einer kleinen schönen Aussicht dahinten. So, Essen fertig und ich glaube, jetzt brauche ich noch ein kühles Getränk aus meiner neuen Boogie RV Kühltruhe. Die ist der Hammer, die ist richtig kühl. Aber nein, es wird jetzt kein Bier. Ich hole mir jetzt einfach eine Flasche Cola. Und die Box hat jetzt stabile 3 Grad, muss ich sagen. Und den Akku habe ich jetzt noch nicht drin. Den Akku nehme ich jetzt auf der Reise. Das bedeutet, man kann diese ja, wenn ihr das Video gesehen habt, vor 2-3 Wochen, kann man diese natürlich auch autark nutzen mit dieser Powerstation, die dann da reinpasst. Aber brauchen wir jetzt erstmal nicht. Machen wir dann während der Reise ohne Wechselrichter. Und so habe ich halt immer kühle Getränke und ich finde es halt richtig cool. Da kommt die Liebe meines Lebens, meine Camper-Tussi. Und ich würde sagen, wir lassen es uns jetzt schmecken. Gegrilltes Fleisch mit Schupfnudeln und Salat. Und nur noch antialkoholisch heute. Jawohl, Wasser. Genau, Wasser, Cola. Guten Appetit, Schatzi. So, ich habe hier mal das Mikrofon. Wir haben jetzt schon spät. Alte Leute müssen ins Bett. Nein, wir sind ja auf dem Istra Premium Camping Resort und sind da heute mal drüber gelaufen. Ich muss sagen, ein richtig, richtig luxuriöser Campingplatz, oder? Richtig, richtig groß vor allen Dingen. Ja, richtig groß. Und was mir am besten gefallen hat, sind die Häuschen. Ja, die Häuschen waren schon cool. Ja, die mit dem Ausblick echt, oben. Oh, ne? Geil. Aber das ist, da müsst ihr gespannt sein. Es wird definitiv noch ein Campingplatz-Check-Video kommen. Ja, von diesem. Wir sind schon dabei am Drehen, sind noch nicht fertig. Weil der Platz ist so groß und es ist so viel Arbeit, das alles eigentlich vor die Linse zu bekommen. Ja, vor allen Dingen war dir dann der Akku leer gegangen. Nee, mir ist nicht der Akku leer gegangen. Nee, die Speicherkarte war voll. Die Speicherkarte war voll, deswegen haben wir da mittendrin aufgehört, weil wir so viel aufgenommen haben. Und also das ist unglaublich, wie vielfältig dieser Platz ist. Von Mietobjekten und so weiter. Mhm. Aber was haben wir wieder gemerkt? Wir sind mal wieder auf einem Campingplatz und die Leute kommen auf einen zu. Man quatscht miteinander.
Ja, man redet, man grüßt sich. All die Sachen, die ich so am Wohnmobilhafen irgendwie vermisse. Ja. Muss ich echt sagen. Absolut cool. Wir standen heute Morgen noch in Slowenien. Toller Platz. Wirklich toller Platz. Für 23 Euro kann man auch nicht meckern. Mhm. War eine sehr ruhige Nacht. Und dann hat man noch 200 Kilometer bisher. Da warst du total ausgeruht. War zwar ein bisschen schwierig, hier zu stehen in diesem Bereich. Wir wären ja gerne eigentlich vorne am Meer gewesen, aber... Aber wenn ich mir das jetzt im Nachhinein dort so betrachte, wo wir jetzt spazieren waren, muss ich zugeben, das ist schon Action. Ja. Da ist schon echt was los, ne? Ja. Also auch grölende Kinder und wir wollten eigentlich gerne in erster Reihe stehen. Ich bin jetzt ganz froh, dass wir nicht dort stehen. Ja, ja, diese Ruhe, die wir haben. Wir haben ja genau sage und schreibe ein Wohnmobil 4 Parzellen weiter. Ja. Ansonsten ist der ganze Weg leer. Alles. Und ja, weil die machen hier noch mehr Arbeiten und so weiter, kam nur eine Dusche, hatte mir gesagt, er lässt uns eine ungerne auf diesen Bereich, aber ich fand diesen Bereich halt einfach Hammer, besser als der B-Bereich, wo du dann halt in der prallen Sonne stehst. Und, also ich finde es hier schön, gerade weil es so schön ruhig ist und du trotzdem auf den Hafen gucken kannst. Also ich finde es klasse. Aber warum wieder Kroatien? Kroatien ist... Wir haben Kroatien eigentlich nie kennengelernt. Wir waren ja eigentlich nur auf Kamchikat, ja, sind einmal durchgefahren und das Land hatte viel, viel mehr zu bieten. Und deswegen werden wir ja auch dieses Jahr, also diesen Urlaub, diese 2,5 Wochen, die wir jetzt zur Verfügung haben, ein bisschen mehr vom Land kennenlernen wollen. Nicht nur die Küste, nicht nur das Meer, sondern aber auch mal das Nationalparks, die Berge hinten vielleicht. Ja, einfach mal Sachen, wo wir... vorher nicht waren. Also es wird definitiv kein Erholungsurlaub. Nein, das wird nicht, für uns... Nicht so wirklich. Nee. Aber deswegen sind wir jetzt hier am Anfang, stehen jetzt hier im Endeffekt 2 Nächte, 3 Tage. Ja, toll. Und dann heißt es Erholung, jetzt kannst du die 2 Tage erholen. Und was macht er? Buch direkt mal ein Boot für morgen früh, 10 Uhr. Genau, morgen geht's auf eine Bootsfahrt. Ich habe mir ein 100 PS Boot gemietet. Einfach mal um zu testen. Rede von dem 10 Uhr. Ne? Merkst du das Problem? 10 Uhr. Ja, und? Ich Urlaub. Ja, das, ich nix 10 Uhr. Ja, aber das Meer ist dann morgens spiegelglatt. Und wir haben hier so viele kleine Inselchen, Inselgruppen. Und ich würde das einfach gerne mal erkunden, weil wer unser Video gesehen hat, wir suchen eigentlich einen Platz, wo wir einfach mal 2-3 Wochen stehen können und unser Boot mal wieder mitnehmen können, bevor das da noch in der Garage vergammelt. Ne? Vor ja, 2 Jahren. Sollten wir mal auspacken, da haben schon die Mäuse zerfressen. Ja, vor 2 Jahren haben wir das letzte Mal das Boot in use gehabt. Und deswegen, ich bin auch noch nie 100 PS gefahren. Ja, also wir sind vor 2 Wochen bin ich 55 PS gefahren und das Boot lief halt nur 10 km/h. Ich habe Angst. Du brauchst keine du Angst. Und 100 PS. Ja und? Mein Golf hat auch 100 PS mehr als deiner. Ne? Also weißt du Bescheid, ne? Ja, such den Fehler. Ja, nee. Doch. Du fährst mein Auto doch gar nicht. Das ist ja viel zu hart. Nee. Ich komme ja nur nicht raus, wenn ich aussteigen muss. Das ist tief. Ja, nee, liegt daran, wir haben uns zwei neue Autos gekauft letztes Jahr. Also kleine Autos, aber schnelle Autos. Und ja, ist ein Insider. Die ist. Zoom, zoom. Ja, genau. Naja, aber back to topic. Wir werden morgen wirklich einen richtig actionreichen Tag haben. Wir sind 2 Stunden auf dem Wasser, gucken uns 2 Stunden lang die Gegend an. Die reichen bestimmt. Die reichen bestimmt. Warum nur 2 Stunden Booten, kein Tag? Wir haben Hunde. Der eine Hund hat einen Bandscheibenvorfall gehabt, den nehmen wir definitiv nicht mit aufs Boot, dass da was passiert. Ja, da soll und davon mal abgesehen sind die Boote alle vermietet und wir waren froh, dass wir überhaupt noch eins gekriegt haben. Ja, genau. Und vielen Dank noch an den Bootsverleiher für das Bier heute Abend. Das war wirklich ein Bier zu viel. Zu Beginn dieses Videos musste ich 3-mal neu anfangen, weil ich irgendwie den Text nicht durch die Lippen gebracht habe. Und ich schwöre euch, ich habe nur 3 Getränke getrunken. Ein Krapper, den habe ich einfach geschenkt bekommen. Ein Aperol Spritz, der hat es richtig in sich gehabt. Und dann noch so ein kroatisches Bier, da hat sie mir aber noch dabei geholfen. Und ich habe dir bei all dem geholfen. Nein. Also ich meine, ich habe das alles auch getrunken. In der Lippenweise. Das ist ja gar nicht wahr. Ich hatte auch einen Grabber, ja. Aber meiner war nur ein Mädchengrabber. Ja, aber du hast auch geschlafen heute Mittag. Ja, ja. Also wir haben bestimmt eine Stunde geschlafen und waren so fertig. Aber sind wieder total fit, ist alles wieder weg. Ich trinke jetzt auch nur eine Cola. Und morgen gibt es auch definitiv keinen Alkohol. Also das artet mir hier nicht aus. Außer das kroatische Bier. Also ich habe ein Beweisvideo. Nein. Nur, dass du Bescheid weißt. Ja, ich weiß Bescheid. So, was machen wir jetzt? Wir haben jetzt 21 Uhr.
Wir werden jetzt zum gemütlichen Teil übergehen. Ich habe schon Schlafanzug an. Du hast schon Schlafanzug an, ja. Genau. Mega. Und ich habe mir gerade die Zähne geputzt, habe gerade hinten noch ein bisschen die Luftfederung hochgemacht, Zusatzluftfederung, weil wir standen ein bisschen schief. Du bist nämlich rausgekullert aus dem Bett. Ja, also ich hatte Angst für die Nacht. Und dann werden wir morgen nochmal über den Platz huschen, machen nochmal ein paar Videos für euch. Und dann ja, kommen jetzt die nächsten Tage so Stück für Stück ein paar Aufnahmen, ein paar neue Eindrücke. Und danach geht es für uns erstmal Richtung Inland. Da bin ich mal gespannt. Ab Sonntag geht es dann los. Morgen ist auf dem Plan einfach nur ein bisschen relaxen. Morgen werden wir weniger filmen. Wir machen ein bisschen Brot, ganz glatt, dann nehmen wir euch mit. Und dann geht es weiter in neue Gefilde hier in Kroatien. Und deswegen sagen wir jetzt erstmal gute Nacht. Bis morgen früh. Schönen guten Morgen aus Kroatien. Guten Morgen. Guten Morgen, Schatz. Ja. Der Morgen hat ja schon super angefangen, die Vögel haben gezwitschert, wir haben diese Polarlichter verschlafen, frische Luft macht einfach müde. Und wir frühstücken jetzt draußen, da haben wir nämlich schon den Tisch gerichtet, ja noch ein bisschen im Schatten, werden jetzt aber gleich den Tisch wahrscheinlich so ein bisschen in die Sonne rücken. Schöne Aussicht, schönes Klima, war sehr ruhig heute Nacht, muss ich sagen, also ich habe echt gut geschlafen bis auf die Vögel heute Morgen. Aber dann hat man die Dachluke zugemacht und dann waren die ruhig. Ich würde sagen, liebe Frau, meine Camper-Tussi, ne? Wieder. Ja, wir werden jetzt erstmal frühstücken und dann sehen wir uns auf dem Boot. So, da kommt mein gutes Stück. Ein Konsolenboot mit 100 PS und das macht richtig Laune. Sowas mal zu fahren, bin ich selbst noch nicht gefahren und es ist für mich selbst auch eine Premiere. So, liebe Zuschauer, es geht los. Wir werden jetzt mal so ein bisschen übers Meer tuckern mit so einem Riesenboot. Habe ich auch noch nicht gemacht, absolute Premiere. Und das wird mir schon gefallen, sowas. Aber wie heißt es immer so schön, wenn wir mit dem Boot aus dem Hafen rausfahren, ne? Erstmal eine Einweisung, wo kann ich langfahren. Hier zum Beispiel haben wir viele, viele Steine, da dürfen wir zum Beispiel gar nicht fahren. Weil dann der Motor unten mit der Schraube hängen würde. Deswegen haben wir eine Einweisung bekommen, wir sollen da raus. Und immer schön langsam raus, weil die Polizei lasert hier, haben wir mitbekommen. Und ja, ich würde mir jetzt einfach mal selbst viel Spaß wünschen. Da hinten seht ihr nochmal den Hafen, wo ihr losfahrt, wo auch die Boote stehen, die man ausleihen kann. Und ich muss sagen, die Preise sind wirklich tatsächlich noch human. Wenn man jetzt, was weiß ich, mit zwei Pärchen oder sowas fährt, ist das durchaus, wenn man mal 2-3 Stunden aufs Meer will, durchaus bezahlbar. Also das geht. Und im Gegensatz zu unserem Boot, was wir zu Hause haben, ist das hier echt Luxus. Ja, das ist man der Hammer. Man kann sich setzen, man hat einen Steuerstand, das ist schön. Auch ich kann mich hier vorne lang machen. Problem ist nur, das Wetter passt noch nicht so ganz, dass man ins Meer springen könnte. Nee. Das ist ein bisschen kalt. Ja, deswegen lange Hosen, T-Shirt an und... Ja, also ich muss sagen, wenn du jetzt gleich Gas gibst, so mit meinem Pulli ist mir sehr angenehm. Also Leute, ich kann euch sagen, das Filmen ist ein bisschen schwierig. Und es ist ein bisschen windig. Ja. Also, ich filme, aber ich halte mich dabei fest. Ich kann mich gar nicht selbst filmen, das geht gar nicht. Ich habe das Ding um den Hals. Ich muss mich versetzen. Also es ist schon ein bisschen Abenteuer, ne? Ja. Halt mal dabei eine Kamera. Ja. Ja. Macht so Laune, so geil. Ja. Die Frisur sitzt. Ich hatte leider kein 3-Meter-Tor. Alter. Also, ich bitte um Verzeihung für das etwas nackige Bild. Und für meine tolle Frisur. Ja. Ja. Vielleicht sehe ich jetzt nicht mehr arrogant aus. Oh. Wo fahren wir denn eigentlich hin? Keine Ahnung, ne? Wir kommen mal wieder zurück. Mit dem Boot? Ich mach jetzt so den Weg. Oh, einfach geradeaus, ne?
Hast du Spaß? Ich hab Sauspaß. Ich gebe immer Vollgas, ich genieße es total. Da kann man mal aufstoppen, sich ein bisschen aufwärmen. Das ist der Hammer. Herr Lukas, ja? Sag den Leuten mal, was das kostet. 3 Stunden liegt ja ungefähr mit dem Boot bei, ich glaube, 180 Euro. Das variiert aber nach Größe und nach Saison natürlich. Also für die, die kein eigenes Boot haben, ist total easy. Zwischen 600 und 1000 Euro Kaution müsst ihr hinterlegen. Habt dann eine 600 Euro Selbstbeteiligung bis 300 Euro Selbstbeteiligung, könnt ihr euch aussuchen. Und kriegt eine kleine Einweisung, habt hier alles dabei, was ihr braucht, ja, und habt dann so richtig geil Spaß. Und das ist genau das, wo ich sage, das macht mir persönlich Spaß. Müsst ihr mal ausprobieren. Aber ich habe es ja schon in Kamschikat gesagt, ohne Führerschein oder kroatisches Seepatent dürft ihr hier kein Boot fahren. Also, ich sitze jetzt genau beim Motor. Ich hoffe, ihr könnt mich überhaupt noch verstehen, weil hier ist es ganz schön laut. Aber der hinterlässt mal Spuren. Und das Ding ist schissneu. Er ist erst 7, irgendwas Stunden gelaufen. Ich habe mich da mal auf den hinteren Teil verkrochen. Und ich sag euch, der strahlt wie ein Honigkuchenpferd. Und wann grinst mein Mann schon mal so? Selten. Also, da war jede Position in diesem Boot. Und es gibt ein paar Boote, da braucht man tatsächlich ein Sport-BH. Wie geil. Also am Steuerstand eher nicht. Das funktioniert, aber ansonsten ganz vorne ist schon ja, abenteuerlich. Ne? Und wenn ihr dann angekommen seid, kommt der Chef persönlich, holt euch das Boot ab quasi und packt das dann wieder ein. Hammer. Also man muss hier keine Angst davor haben, auch wenn man nicht anlegen kann. So, wieder an Land und ich kann euch sagen, ich finde es langweilig an Land. Ich will wieder aufs Boot. Aber man wackelt jetzt so ein bisschen, ne? Ja, aber das war für mich jetzt mein absolutes Highlight im Urlaub. Ich fand es einfach nur richtig, richtig geil. Ja. Da sind wir mal in ein Städtchen gefahren, deren Namen ich nicht aussprechen kann. Aber ich blende euch das mal ein, falls ihr mich verstehen solltet. Ist ein bisschen windig während der Fahrt. So, ihr Lieben, wir sind jetzt mal eingekehrt und ich sag jetzt halt schönes kroatisches Bier. Grüßt euch ja mit einer super Aussicht, aktuellen Sonnenschutz, weil die Sonne ballert hier. Und was habe ich mir zum Essen bestellt? Ganz klar Fisch. Was hat die sich bestellt? Dreimal dürft ihr raten. Die schmeißen schon die Gläser. Die waren wahrscheinlich so geschockt, dass ich wieder Schnitzel bestellt habe. Liebe Zuschauer, ich muss euch die geilste Fischplatte ever zeigen. Ich muss mal die Kamera schwenken. Guten Appetit. Dankeschön. Danke. Ich hätte gerne noch einen Cola. Cola? Ja. Ja. Guckt euch mal diese Fischplatte an. Also sowas habe ich ja noch nicht gesehen. Und mein Schnitzel ist kein Schnitzel. Also kein paniertes Schnitzel, aber immer noch besser wie dein Fisch. Ne? Also ich meine, die sieht gigantisch aus, gar keine Frage. Absolut wow. Hammer. Top. Das ist Fisch. So, wieder am Platz. Und die Raubtiere haben unser Wohnmobil beschützt. Ja. Hallo Rocky, hallo Sky. Ah, es ist schön warm. Bei euch nicht, bei euch haben wir schon die Klimaanlage. Ja, ist schön kühl, ne? Ja, da ja. Ist kühl. Das ist richtig kühl. Ja, hat es gelohnt. Waren jetzt knappe 10 Kilometer mit dem Rad eigentlich, so ein bisschen bummeln gefahren noch. Hat Spaß gemacht. So, ihr Lieben, vollgefuttert sind wir wieder zurück auf unserer Parzelle. Der letzte Abend hier auf Istra Premium. Und der Tag heute, der war so cool. Dieses Bootfahren hat mir so viel Spaß bereitet. Ihr habt es gesehen in meinem Grinsen. Richtig ja. Fett. Und ich bin noch nie in meinem Leben so ein schnelles Boot gefahren. Und das war schon geil. Es war Hammer. Hm? Wirklich Hammer. Wir blenden euch jetzt noch mal das Video ein.
von meinen Haaren. Ja, das war der Knaller. Und ich schwöre euch, das war nicht leicht, die Knoten wieder rauszukriegen. Lecco mio. Ja, das hat mich eine Menge Kraft und Überwindung und eine Menge Haare gekostet. Genau, ich würde sagen, jetzt kommt erstmal das Video. Ne? Guckt es euch mal an, das ist der Hammer. Und jetzt hat sie die Haare wieder schön. Ich hab die Haare ja. Schön. Und alles wieder super, weil ich musste so lachen. Ja, es war so lustig, weil ich war direkt am Steuerstand. Ja, ich habe das gar nicht gemerkt. Ah, das war echt geil. Und ja, also der Bootsverleih total nett und hat mich auch ganz kurz eingewiesen, muss ich sagen. Hat alles top geklappt. Nur mal wieder das Anlegen war mal wieder so voll für. Naja, das üben wir nochmal. Ne? So ein großes Boot ist doch ein Unterschied. Aber egal, ne? Nichts kaputt gegangen, alles super. Das war mein Highlight. Dann gab es heute eine Fischplatte. Ich muss sagen, die Fischplatte war geschmacklich gut. Die Kalamari haben super geschmeckt. Selbst die Muscheln hatten Geschmack. Aber der Fisch hatte für mich persönlich zu viel Kräten. Ja. Ganz ehrlich. Schnitzel, deswegen esse ich kein Fisch, ja. Deswegen esse ich Schnitzel. Ja, genau, aber unpanierter Schnitzel. Ne? Naja, das so. War ein bisschen doof. Aber ich bin ja hier noch länger als jetzt nur 2 oder 3 Tage in Kroatien. Das wenn heißt, wir fertig sind, esse ich den Fisch und du den Schnitzel. Nee. Ja, dieses Städtchen, deren Namen ich immer nicht aussprechen kann. Oder dessen Name, keine war, Ahnung. Keine Ahnung. Wir blenden es mal ganz kurz nochmal ein, das ist auch so schwer. War super schön. Ja, wir sind da mit dem Fahrrad durchgefahren und. Okay, wir sind da eigentlich durchgepaced. Ja, gerollt, ohne zu treten. Hat funktionit. Es ja. Ging ja auch nur berg runter. Und dann wollte ich nur mal festhalten. Ich habe schon wieder eine Verletzung. Ja. Guckt mal. Die kann man nicht mal duschen gehen lassen. Ruft mich aus der Dusche, aus dem Sanitätshaus. Sanitärhaus passt. Ruft mich aus dem Sanitärhaus an. Bitte bring mir einen anderen Rasierer. Ich komme hier nicht mehr raus, ich blute. Ich habe mir in die Hand geschnitten mit meinem Rasierer. Hm? Seit wann rasierst du dir denn die Hände, Schatzi? Oh, sind die weich. Ja, muss man nicht verstehen, ist eine Frau, ist ach so. Mann, der war kaputt, ich wollte die Klinge wieder da drauf machen, ging aber nicht. Also ging zumindest in die Richtung nicht, da, guck da. Mhm. So, 4-mal probiert. Wir halten mal ganz kurz den Moment fest. Tina ist Fahrrad gefahren, es ist nichts passiert. Tina ist Boot gefahren, es ist nichts passiert. Tina ist spazieren gegangen, es ist nichts passiert. Tina ist duschen gegangen, Hand kaputt. Tina ist verletzt. Ne? Also, die kann man nicht alleine lassen, die stirbt keines natürlichen Todes, ist so. Ja, in diesem Sinne, was passiert, wie geht's weiter? Wir fahren morgen in einen Nationalpark und dort stehen wir aber auch auf einem kleineren Campingplatz. So ist der Plan. So ist der Plan. Ich muss immer sagen, so ist der Plan. So ist der Plan. Wir werden nämlich fast aufs Skikat gefahren. Die Idee war heute da, aber die Idee haben wir erstmal verworfen. Ne? Weil, ich habe die für dich verworfen. Ja, es hätte mich gereizt, nach Skikat zu fahren, ja, weil 2 Jahre Entzug ist schon heftig. Es sind 160 Kilometer. Aber wer weiß, was diese Rundreise noch so alles mit sich bringt. Ja. Wir wollen jetzt erstmal ein Gefilde, wo wir gar nicht kennen. Genau, und ich muss ihn dann abhalten, davon dahin zu fahren, was er ja schon kennt. Ja. Ich möchte doch das Land sehen. Wenn ich auf dem Rückweg dann noch Zeit habe und Lust habe, dann kann man das immer noch machen. Ja. Aber wie es weitergeht, ob wir an unserem Ziel ankommen, ob Tina noch eine weitere Verletzung hat oder auch nicht, das erfährt ihr dann im nächsten Video. Und wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen. Und wenn ihr es nicht getan habt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Verpasst ihr keine Verletzung mehr. Genau. Und Tina sagt jetzt, ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.